Hallöchen. So ihr Lieben, jetzt zieh jetzt mal diesen kleinen Packung hier an den Kragen. Also wie gesagt, seit dem neuen Jahreskatalog hat Stampin' Up ja diese Bastelpakete für Anfänger. Ich hatte die schon mal in meinem Haul teilweise ausgepackt, deswegen sieht das hier schon so aus. Also ich habe das Set hier für Leckereien tierisch gut geschenkt. Bestellnummer weiß ich natürlich wieder nicht, wa? Auf jeden Fall gibt es dazu so ein Heftchen. Ich finde die Sets super, wenn man mal keine Ideen hat und einfach nur ein bisschen was zusammenbauen will. Oder wenn man eben anfängt und noch ja nichts hat, denn hier ist alles drin. Und wird auch noch erklärt, wie man es zusammenbaut. Gleich eine Idee, wie die Deko aussehen kann und so weiter. Und ich möchte jetzt, ich brauche eine schnelle Verpackung für jemanden. Möchte einen kleinen Gruß mitgeben. Und deshalb habe ich mir jetzt mal das Set hier geschnappt. Ich zeige euch nochmal, was drin ist. Also Klebeband ist drin. Dann ein Stempelset. Wird mal was Weißes unterlegen. Was ich total süß finde, vor allen Dingen wegen dem kleinen Gecko hier. Der ist doch so ein, wie heißen die, keine Ahnung. Und dann steht auch einiges an Sprüchen dabei. Zu deinem großen Tag. Hurra, toll gemacht, alles Liebe. Du hast Geburtstag, also für und dann für und von, also passend zu den Packungen. Und noch so die lustigen Sachen hier und auch so ein paar Hintergrundstempel, so ja. Also finde ich echt toll für einen Anfänger. Dann so ja Deko, also hier so eine Animal Dots heißen die ja woanders. Dann haben wir hier Dimensional. Ich habe auch noch nie in meinem Leben welche gehabt. Insofern für mich auch mal gut, die auszuprobieren. Dann ein Stempelblock. Wer auch keinen Stempelblock hat, auch super. Dann Farbe. Hier in dem Fall Abendblau. Das werde ich zulassen, weil ich Abendblau auch als Stempelkissen habe. Und dann eben die Verpackung. Dann Etiketten, die selbstklebend sind, glaube ich. Ich bin jetzt nicht sicher, wenn nicht, sind sie halt mit Klebebandaufklipper. Dann auch nochmal Etiketten in rund, in zwei Farben. Ich dachte ja auch mal, das ist zwar zum Verzieren, aber das sind einfach Klebepunkte, so wie Glue Dots oder so. Und halt hier noch so eine Verzierung zum Rausbrechen. Also hier Känguru-like. Ja, eine Pappe, die kann man auch immer brauchen für ein Mini-Album oder so. Und die Packung selber kann man natürlich auch super verwenden und sie verzieren. Also wenn man hier jetzt schönes Papier draufklebt, hat man schon eine wunderbare Geschenkverpackung. So, aber ich möchte jetzt einfach wirklich mal nur, ich weiß, das haben jetzt andere auch schon gemacht, aber ich dachte trotzdem, wenn ich mir das schon gekauft habe, nehme ich euch auch mit. Und zwar möchte ich eine Verpackung haben. Ich möchte eigentlich, sieht ja schön klein aus, finde ich. Und eigentlich dachte ich auch, ja, zwei Farben. Naja, hier ist nochmal drauf, was alle drin ist. Ja. Ja, ich packe jetzt, also wir machen das so, ich mache jetzt eine Packung so, wie es sein soll. Und danach gucke ich mal, ob ich noch ein paar Ideen so finde. Oder für mich finde, wo ich denke, das ist es. So, ich gehe jetzt einfach mal nach Anleitung vor. Ich meine, es ist eigentlich selbsterklärend, aber spaßenshalber. Welche Farbe nehme ich? Ich nehme Blau. Ich finde Blau schöner. So, zuerst soll man eigentlich stempeln und die Deko anbringen. Nö, mache ich aber nicht. Ich möchte zuerst die Packung zusammenbauen. Und dafür muss man einfach nur das Klebeband hier drauf machen, wenn ich das richtig verstehe. So, jetzt im Nachhinein habe ich auch das verstanden. Eigentlich muss man die Klebelasche zuerst umfalzen und dann wirklich auf die blaue Seite das Klebeband machen und dann oben das runterdrücken. Warum die Zeichnung da so anders haben, weiß ich nicht. Deshalb spreche ich das jetzt hier mal rauf. Ihr werdet gleich sehen, dass ich das irgendwie einmal richtig falsch mache, sodass die Klebelasche außen ist. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Ich glaube eigentlich, dass das so gedacht ist, dass man die umfalzt, das Klebeband draufbringt und dann so zusammenklappt. Naja, schaut mal selber, was die Dörte da fabriziert. Das ist anscheinend doch nicht so einfach, wie ich dachte. Aber ja, könnt mir ja nochmal schreiben, ob ich nur so blöd bin oder anderen das auch noch so jink. So, ich habe es jetzt hier noch für die andere Seite gemacht. Ja, das fängt ja gut an. Aber man muss einfach jetzt so
Verstehe schon die Anleitung nicht, war es auch geil. Ja. Nee, aber die haben es auch hierauf gemacht. Ja, so. Und so. Aber es ist doch schöner, wenn das nicht zu sehen ist, oder? Was sagt ihr? Aber gut, wahrscheinlich ist es so nicht gedacht. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn das sich versteckt. Naja, also auf jeden Fall so. Und dann die andere. Selbst für so ein Fertigset bin ich so blöd, wa? Die andere. Ist hier ja kein. Ja, nicht so groß. Also ich lasse das jetzt mal so, aber ich mache jetzt noch mal so, wie ich das eigentlich denke. Ich finde das doof hier mit dem. Aber hier steht ja für den blauen, soll man das Klebeband auf das gelbe machen. Und dann das runter machen. Naja, aber habe ich doch. Muss das nochmal machen. Also. Ich lege das so vor mich hin. Das Blau. So, dann knicke ich mir das um. Dann mache ich das Klebeband drauf. Die haben das auch in, aber dann ist es doch nicht blau. Was erzählen die denn hier für einen Scheiß? Dann ist es doch... Ehrlich. Ist mir unklar. Also ich mache das andersrum. Ich verstehe die Beschreibung nicht. Wahrscheinlich verstehe ich es wieder falsch. Muss man noch... Ich habe hier gesehen, Stempelwiese. Die hat das auch gemacht und gebastelt. Da muss ich mir nochmal das Video angucken, war. Nee, aber so finde ich das echt schöner, wenn das hier versteckt ist, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich für Anfänger ist das natürlich so einfacher. So, und jetzt haben wir das schon fertig. Haben wir schon eine kleine süße Verpackung. So, ich wollte da jetzt hier mal so ein paar zwei Tütchen reinmachen. Mal sehen, ob das passt. Und hier habe ich schon nicht richtig festgestrichen. Ja, wa? Naja, so rum hält es irgendwie besser, wa? Aber es sieht doch scheiße aus. Weil ihr seht, dass das hier aufgeht jetzt, wenn ich es so rum mache. Naja, ist egal. So. Da sieht man mal wieder, bei mir klappt das wieder nicht, wa? Wenn ich andere Videos immer sehe, denke ich mal, boah, ist das einfach. So, gut. Jetzt aber... Ja, blöd, das passt alles irgendwie nicht zu dem, was ich da. Aber ist ja, ich mache jetzt, ich möchte auf jeden Fall endlich mal diesen kleinen süßen Matzi hier abstempeln. Und mache mir das jetzt hier auf meinen Stempelblock. Wie gesagt, ich nehme jetzt meinen Abendblau vom großen Stempelkissen, aber wer das eben nicht hat, der kann ja hier das nehmen. Und stempel mir den einfach, ich werde den jetzt auch nicht kolorieren oder so, ich stempel mir den jetzt einfach hier auf. Süß war, der ist so geil. Hört ihr das? Bei uns wird jetzt hier, oh ey, Leute, tut mir leid. Die sanieren da schon seit ewigen Zeiten eine Bude.
Ja, Stempelset zu. Muss das nochmal rausmachen. Und vernünftig festkleben. Ich habe das nicht richtig irgendwie. Seht ihr das hier? Das gefällt mir nicht. Das muss noch mal ein bisschen zugeklebt werden. Dann geht ja alles auf. Nehmen wir doch noch mal Kleber. Ich meine, das liegt sicherlich an mir und nicht an dem Material. Ich habe das nicht richtig zusammen hier gemacht, glaube ich. Und wahrscheinlich ist es dann wirklich andersrum gedacht. Aber ganz ehrlich, wenn man die Erklärung hier sieht, was würdet ihr da machen? Da steht doch der Pfeil nach unten. Also zusammenklappen. Das hier verstehe ich noch nicht so ganz. Aber ob das hier soll? Drei. Keine Ahnung. Bin ich zu blöd für. Gucke ich mir nochmal von Stempel, wie sieht das Video an. Und dann mache ich hier weiter. Ich mache ja jetzt nur die eine Verpackung. Dann mache ich Videopause und drehe dann an einem anderen Tag nochmal mit ein bisschen anderen Ideen. Aber ich weiß schon, woran es liegt. Ihr seht es auch. Warte mal, jetzt stellt er nicht scharf. Ja. Da, ihr seht, ich habe das nicht 100% aufeinander erlegt. Hier ist halt ein bisschen mehr. Naja, Leute, dort halt war. Egal, sieht man noch nichts dann am Ende. So, also jetzt wieder zumachen die Innenseite. Und jetzt nehme ich mir nochmal nee, dazu passt besser blau, wa? Würde ich mal sagen. Jetzt mein Stempelset hin. Ich mach Hurra. Das passt so annähernd. Das ist eigentlich nur so dazu für kleine Päckchen. Und Hurra passt gut hierin. Coole Schrift, finde ich. Coole Schrift. So, das ist genauso wie bei Action. Da muss man noch mal ein bisschen die Nasen nachschneiden, finde ich. Ist ein bisschen besser, aber es ist auch so. Geht wahrscheinlich einfach nicht anders. Und mein Vogel ist auch schon wieder da. Ich nehme jetzt doch das Pinke hier. Halt irgendwie mehr. Macht das jetzt so ruf. Jetzt probiere ich mal diese Dinger, die ich ja auch noch nie gehabt. Ist eben auch mal schön, die Sachen mal auszuprobieren hier. Die zu hier bei SU. Wobei ich weiß ja nicht, ob es diese Dinger hier wirklich gibt. Aber ist schon irgendwie cool. Wenn ich es jetzt nur abkriege, dann mal gucken. Ja. Ich meine, die sind schon ganz schön groß, wa? Hört da mein Vogel, ey. Abends ist der ruhig, ne? Ist ja logisch. Ach, das mache ich jetzt mal mit den Menschen jetzt, wenn ich so finde. Alles weg hier. Die hecken mich auch noch nicht. Und schön groß sind die. Im Vergleich zu dem, was ich sonst immer habe. Hier sieht schon wieder aus, war so eine kleine Schachtel und schon voll das Chaos, ey. Das ist der Hammer.
So, das ist so. Und dann noch ein paar Schnuckis. Dann machen wir mal ein bisschen grün hier. Wa? Ich habe schwer Ellbogen hier. Kann ich kaum bewegen. Das ist alle paar, weiß ich nicht, ab und an schwillt der einfach so an, die Sau. Keine Ahnung, das immer ist. Und das macht das mir jetzt hier gerade ein bisschen schwerer. Deswegen dauert das ein bisschen länger hier. Huch. Ja, das ist aber auch doof hier. Cool. Ja. Aber eigentlich muss man den doch ein bisschen anmalen, glaube ich. Aber erstmal lasse ich das so. Ja, das war das. Das machen wir jetzt. Machen wir das auch mit Abstandspads, ja, wa? Ist schöner. Ja, ihr seht schon, ich kann mich an schweren Anleitungen halten. Das sieht schon wieder anders aus. Und auch irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich finde es schön so. Mal, damit ich auch weiß, wo zu Ende ist. Aber ist doch geil. Jetzt haben wir innerhalb kürzester Zeit so ein kleines Päckchen hier. Finde ich gut. Finde ich gut. Habe ich was Schnelles immer da für so dazu, ne? Also, wenn du mal irgendwie ein Päckchen packst und noch was Süßes dazu packen willst oder was auch immer, kann man natürlich auch hier einen Gutschein drin machen, ne? Ecke Dremel da zweimal Gummitierchen drin, wa? Na, jetzt ist die Frage, ob es nicht so rum besser wäre gewesen wäre. Aber da ist halt. Oh. Eigentlich sieht es schöner aus, aber da ist dann jetzt halt diese olle Kante, ne? Hm. Ja, egal. Sieht man ja kaum. Ich mache es jetzt hier lang, weil ich das schöner finde hier. Dann ist das halt so. Ja, ihr Hasen, meine Idee dazu. Und jetzt machen wir nochmal den anderen. Mit den Ausbrechdingern hier. Mit dem Känguru war. Und dem pinken Kreis. Ich hatte doch den pinken auch schon irgendwo aus hier. Ach nee, das war der pinke mit dem blauen Kreis. Ja, pink ist einfach irgendwie geiler. Nehmen wir den halt nochmal. So, jetzt mache ich das hier hin. Und dann nochmal mein Hallo. Verlegt und ja, in Sekundenschnelle habt ihr dann ein Päckchen. Aber ehrlich gesagt, ich bin der Flüssigkleber-Typ, da geht mir schneller, bevor ich da das Band abgefummelt habe oder so. Naja, natürlich daneben geschmiert. Oh. Ja, natürlich ist es jetzt so hoch, wenn ihr jetzt. Ich habe ja hier so ein Piekshaar. Und wenn ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr einfach vielleicht eine Nähnadel oder so nehmen. Weil ich finde das halt mit den Fingern, das hier runter zu fummeln. Für mich ist es jetzt auch schon schwer, weil mein Arm weh tut. Aber ja. So. Und dann wieder Dimensionals. Oder ich bin ja auch so, das mache ich bei meinem auch. Hier ist ja alles verschenkt. Das kann man ja auch verwenden hier. Und gerade jetzt bei dem hier passt das ja gut, wenn wir das nur so mittig haben wollen. Das
Tada! So, jetzt sind meine andere. Und jetzt haben wir das eh mal so, wie es sein soll. Und eh mal so, wie ich das gemacht habe. Wahrscheinlich wäre es doch noch cooler, obwohl man kann auch mal so Ton an Ton den hier auszumalen. Aber ja, das macht ja wieder nicht scharf. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert. Und wie gesagt, diese Sets sind ja auch nicht teuer. Die kosten 23 Euro. Und die gibt es aber nur online. Und zwar nur online, man kann das finden in dem Katalog. Und zwar auf der Seite 9, da steht halt, wo die richtige Webadresse, also wie gesagt, das könnt ihr nicht über dem Katalog aussuchen. Im Moment gibt es, glaube ich, 6 Sets oder so, aber da werden immer wieder welche kommen und gehen. Finde ich, wie gesagt, ganz gut. Und wie gesagt, der Preis irgendwie zwischen 20 und 25 oder 23 Euro. Und hier der Knaller war auch das hier. Das habe ich mir aber nicht bestellt, weil ich ja sowieso schon so viel Blumen habe. Huch, jetzt, Entschuldigung, jetzt wackel ich auch noch mit euch. Also, und genauso, na, das habe ich eigentlich ja nicht gesehen. Das kommt vielleicht noch. Das hier, naja, das fand ich jetzt, war nicht so mein Knaller. Das Maritime, ja, das ist sicherlich auch schön, aber pff, das kann man so leicht selbst erzeugen. Ich habe mir noch bestellt, einmal mit dem, diese tropische, da wollte ich eigentlich ein Mini-Album machen draus, wobei ich festgestellt habe, dass das relativ klein ist. Auf der anderen Seite gibt es dazu so eine schöne Tasche. Ja, also wie gesagt, ich habe noch mal einmal das mit dem Kartenset, weil ich das so schön dezent und für ein Urlaubsalbum gut fand. Und dann das habe ich mir noch nachbestellt bei jedem Wetter. Weil ich das eigentlich, also das hatte ich schon am Anfang so geil gefunden. Aber mit den Gummistiefeln so, also da wäre da sicherlich auch was sehen. Und hier sind die Briefumschläge auch größer. Vielleicht mache ich da dann was mit Mini-Album. Mal gucken. Ihr könnt ja auch sagen, mit welchem Set ich als nächstes mal abbasteln soll. Ja, starte ich mal hier die Umfrage. Also entweder bei jedem Wetter oder kleines Lächeln. Und ja, apropos Katalog, ich habe noch Kataloge da. Wer ja also noch keinen Katalog hat, kann sich gerne noch bei mir melden. Wenn ihr bei mir bestellt, dann wäre der Katalog gratis, also ab 50 Euro bestellt, da wäre der Katalog gratis. Wenn du noch nicht bei mir Kundin bist, dann kannst du dir den bestellen, bezahlst 3 Euro. Und wenn du dann bestellst, verrechne ich das mit deiner Bestellung, müsstest mich dann aber nochmal darauf hinweisen. Ja, wie gesagt, das war dann mal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde die total süß. Und man muss ja auch nicht immer selber Ideen haben, hier, wie das zusammengeklebt wird. Das zeige ich, glaube ich, beim nächsten Mal dann nochmal vernünftig. Ich werde sicherlich mit dem Set nochmal Karten machen, weil ich, wie gesagt, weil ich die Stempel so süß finde und vielleicht dann einfach dazu nochmal die Packung, wie das eigentlich richtig funktioniert. Ich gucke mal bei Stempelwiese ab. Und ja, dann danke ich euch für eure Geduld, wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, was auch immer jetzt kommt und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!